im Spiel um Platz 3 leider gegen Slowenien verloren. Zwei harte Spiele gehabt, das Halbfinale gegen Norwegen in der Verlängerung erst verloren, dann das Spiel um Platz 3 kurz danach. Zwei intensive Spiele. Wie fit würdest du sagen, bist du jetzt? Ja, ich bin fit und natürlich, das war schwer. Letzte zwei Spiele und wir sind nicht zufrieden und glücklich. Comeback zu unseres Clubs, aber das ist Leben. Jetzt ist Zeit für unseren Club und für natürlich für mich das SCM Magdeburg und ich bin bereit in meinem Kopf für die zweite Halbsaison, also das ist kein Problem. Natürlich, dass wir nicht zufrieden mit vierten Platz, aber das ist Leben, das ist Sport. Kopf hoch und wie ich sagte, jetzt ist Zeit für SC Magdeburg und ich bin bereit für das. Du warst ja in Frankreich trotzdem nicht ganz ohne SCM. Du hast gegen Christian als Teamkameraden gespielt, gegen Marco als Teamkameraden gespielt, gegen Finn als Teamkameraden gespielt. Ja, ich verloren jedes Spiel. Ohne jetzt darauf mal direkt einzugehen, aber wie ist das, wenn man weiß, okay, ich spiele morgen gegen eine Mannschaft und ich kenne da den einen oder anderen? Ja, das ist kein Problem für mich oder für Marco oder für Sali oder für Finn. Das ist normal. Das ist nicht nie erste, nie der letzte Spiel, dass ich spiele gegen meine Mannschaftskollegen in ABBA. Jetzt, wenn man mal nochmal auf das Spiel um Platz 3 guckt, Marco, ihr seid gute Freunde, kann man sagen, das ist ja auch beim SCM bekannt. Wenn man jetzt weiß, man spielt so ein Spiel um Platz 3, das ist ein wichtiges Spiel und dann spielt man gegen jemanden, den man gut kennt, den man mag und mit dem man auch Kontakt hat, schreibt man sich dann vorher am Tag noch ein paar Nachrichten? Ja, wie gesagt, das ist Sport, das ist meine Arbeit und ich habe kein Feeling im Spiel. Marco ist mein guter Freund und mein guter Kollege, aber ohne Feeling. Ich bin natürlich, ich bin motiviert gegen Marco und ich möchte es zu gewonnen, Bronzemedaille, aber ich bin auch glücklich und zufrieden, dass Marco gewonnen hat.